Auf der Maker Faire 2024 in Hannover hatte ich das Vergnügen, mit Flo von der Chaos Crew zu sprechen. Der hat nämlich seinen Drucker dabei gehabt und der kann sage und schreibe 1000 Millimeter pro Sekunde drucken. Jetzt in echt. Ja, also ist nicht geflunkert. Der hat auf der Messe das Ding laufen lassen, ohne Druckbettheizung. Das heißt also mit kaltem Druckbett einfach Kapton Tape und ein bisschen 3D-Lack drauf und hatte einen Schlüsselanhänger nach dem anderen für die Challenge dort rausgehauen. Das fand ich sehr beeindruckend. Und was er zu seinem Drucker zu sagen hat, erfahrt ihr jetzt. Hi, ich habe einen LH Stinger gebaut. Dieser Stinger kommt quasi aus Island, hat ein, sage ich mal, Nerd quasi angefangen, den ein wenig zu entwickeln aus einem Ender 3. Das Problem beim Ender 3 war, er war halt einfach relativ langsam einfach. Er hat ihn auf einem, glaube ich, 8-Minuten-Bench irgendwie hat er den Ender 3 hinbekommen. Und dann musste irgendwas Stabileres her und hat er sich ein bisschen was überlegt. Der Aufbau ist ganz normal Cartesian. Alles mit 3090, 3060 Profilen, wirklich sehr, sehr stabil. Und man kann ihn quasi so bauen, wie er ist, für ein bisschen unter 1000 Euro. Wenn man ein Kit nimmt, noch ein bisschen günstiger. Läuft mit 36 Volt auf X und Y in der Standardgeschichte. Meiner jetzt nur noch mit 24 Volt, weil wir einfach gucken wollen, wo kommen wir hin, mit welchen Geschwindigkeiten. Und er macht, wenn er sauber aufgebaut ist, macht er ungefähr 1000 Millimeter pro Sekunde bei 100.000 Beschleunigung. Er kriegt das gedruckt, er kriegt es nur nicht gekühlt. Das ist halt dieses Hauptproblem. Und ansonsten, ich habe auf dem Chaos-Drucker Stammtisch habe ich beim Speedrace mitgemacht mit diesem Gerät und habe unter anderem gegen Albert bin ich angetreten, wegen seinem V0, bin gegen diverse VZ-Bots angetreten, die alle wassergekühlt sind und er hat sie alle komplett nass gemacht als Bettschubser. Es gibt darüber Videos von meinem Run, den ich beim Stammtisch gemacht habe, den habe ich mit 893 mm pro Sekunde alle Features gemacht, First Layer, Wände, allen drum und dran, bei 85.000 Beschleunigung. Hat er ohne Probleme weggeschluckt und zu Hause habe ich nochmal einen Run gemacht mit nochmal 70 mm mehr pro Sekunde. War dann nochmal eine Zeitersparnis von ungefähr 12 Sekunden. Wir haben so ein dreieckiges Fidget-Ding gedruckt. Einfach, man konnte einstellen, was man wollte. Voraussetzung war, dass man es im Nachgang dreimal bewegen konnte, also dreimal diese Funktion gegeben. Und das hat er geschafft. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem anderen VisiBot-User. Und am Ende vom Tag hat der LH Stinger quasi gewonnen, weil er nicht nur schnell, sondern auch sehr schön drücken kann. Und das bei diesen Geschwindigkeiten ist Weltklasse. Es macht unheimlich viel Spaß. Man braucht aber, wie sagt man das, ein wenig Cojones. Wenn man Speedtests macht, die jenseits der 900 mm sind, hat man etwas Angst. Und zwar, dass der Druckkopf oder das Bett irgendwo hinfliegt, wo es nicht hin soll. Aber grundlegend, wenn man sich ein bisschen damit befasst, es kann nichts passieren, der macht maximal irgendwelche Step-Verluste und dann ist gut. Und ja, es macht Spaß, macht unheimlich viel Spaß. Ich drucke komplett seit heute Morgen alles mit kaltem Bett. Das Einzige, was ich habe ein Kapton-Tape drauf und sprühe jetzt immer ein bisschen Klarlack, bisschen 3D-Lack drauf. Ich mache meine Speed-Drucke mit ABS, mit ABS-X quasi, in dem Fall von Novofill, auch komplett alles mit kaltem Bett. Es geht nicht anders, der hat über 70 Cubic Feet Meter Luft, die er pusten kann, auch beim ABS-Druck. Und du kriegst es nicht hin, dass das Bett stabil bleibt bei der Temperatur. Es droppt sofort runter von 110 Grad auf 90, dann geht Clipper in den Shutdown. Und deswegen hat sich für mich rausgestellt und auch für mich bewährt, einfach alles kalt zu drucken, was in diesen Speed-Test-Geschichten geht. Und ein gutes, schönes Benji schafft er im Standard-Setup in 3 Minuten 23. Und dann sieht das nicht aus wie ein Block, sondern es ist wirklich perfekt gedrückt. Genau. Hast du schon mal gemessen, wie laut das ist zurzeit? Wenn er volle Lautstärke, wenn er volle Kanne drückt? Die Stepper selber hörst du kaum. Das ist definitiv, aber die Lüfter. Natürlich, diese Luft muss einfach irgendwo hin befördert werden. Ich würde jetzt nicht daneben schlafen. Aber er klappert nicht. Er ist einfach ultra stabil. Er bewegt sich keinen Millimeter auf dem Bett. Der Vorteil bei dem ist, der steht zu 95% nur auf dem Y-Profil. Der hat einen 3090-Y-Profil und er muss so gebaut sein, dass der links und rechts ein klein wenig wackeln kann. Und dann ist der perfekt und macht einfach die perfektesten Drucke, die man sich vorstellen kann. Und hier ist jetzt auch nichts Besonderes an diesem Drucker irgendwie noch zusätzlich verbaut. Der hat einen ganz normalen Orbiter 2.0 drauf, weil der sehr, sehr viel Kraft hat und sehr, sehr viel schieben kann. Und einen Dragon High Flow mit einem Meltzone Extender. Der Meltzone Extender ist als CAT ausgelegt und drückt standardmäßig ungefähr 70 Kubikmillimeter, was er schieben kann. Und ich habe
keinen Drucker zu Hause, der wirklich schöner druckt als der Stinger. Der legt die Layer so sauber aufeinander, man sieht absolut gar nichts, auch jenseits der 40.000, 50.000 Beschleunigung und der 600, 700 mm. Also das ist sehr, sehr beachtlich. Sehr, sehr gerne. Das war echt beeindruckend. Vielen lieben Dank, Flo, dass du uns deinen Drucker gezeigt hast. Wenn ihr jetzt so einen Drucker nachbauen wollt, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu dem Projekt. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr solche Videos nicht verpassen wollt, würde ich mich natürlich freuen, erstens, dass ihr den Kanal abonniert. Däumchen wäre auch ein Träumchen. Und wenn ihr den Kanal finanziell unterstützen wollt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr uns auf YouTube oder auf Patreon finanziell unterstützt. Und vielen lieben Dank natürlich auch an unseren Sponsor PCBBay. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.